Zurück hier im mobilen Studio an der Berner Digitaltag und wir kommen zu einem ganz spannenden Thema, nämlich zum elektronischen Patientendossier. Und für das begrüße ich Adrian Schmidt, Leiter von eHealth Swiss, verantwortlich für das elektronische Patientendossier und für die Einführung. Herzlich willkommen. Willkommen. Jetzt ist es ja so, dass das Thema EPD, das ist sehr dominant, kommt immer wieder vor, aber gleich habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, viele Leute wissen gar nicht, was das bedeutet, das EPD, also das elektronische Patientendossier. Viele haben das Gefühl, das geht an Krankenkassen und so weiter und so fort. Deut doch dir schnell mal erklären, für alle, dass noch mal klar ist, was das elektronische Patientendossier genau ist. Ja, also wenn wir im Gesundheitswesen unterwegs sind, werden ja sehr viele Informationen gesammelt. Wir haben alle ein Impfdossier, seit wir klein sind. Es gibt, wenn man ins Spital geht, Operationsberichte, Austrittsberichte. Die werden austauscht, aber die sind einfach irgendwo dann, wenn man sie braucht. Das Patientendossier gibt Chancen, die Unterlagen an einem Ort zu bündeln. Dann kann ich sie anschauen, ich kann sie studieren und ich kann den Behandelten, also einen Arzt, einen Spital, einen Apotheker, einen Zugriff darauf geben. Und dann hat er ein Bild von meinem aktuellen Zustand. Also eigentlich schon das Mäppli, das man theoretisch kennt, oder? Bisher im Spital, wenn ich zum Beispiel im Salem bin, können sie mit dem Mäppli. Aber es ist eben ein digitales Mäppli und wenn zum Beispiel das Salem mein Mäppli hat, hat es zum Beispiel auch die Insel und so weiter und so fort. Oder auch wenn ich im Kanton Schweiz in meinem Spital wäre, hätten die auch Zugriff. Etwas, was ja Stand jetzt nicht der Fall ist, oder? Das ist so, ja. Also wenn wir im Gesundheitswesen unterwegs sind, merken wir immer, oder? Dass wir immer wieder das Gleiche gefragt werden. Die Leute fragen, was habt ihr? Habt ihr Medikamente, Impfungen, was auch immer? Gibt es irgendwie zu dem, was ihr schon habt? Habt ihr das schon mal gehabt? Gibt es da irgendeine Unterlagen? Und dann sagen wir, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo etwas, aber es ist nicht bei mir. Und in dem habe ich es jetzt mit dem Patientendossier habe ich es bei mir digital und ich habe den Zugriff darauf. Also keine Frage, wenn man jetzt das so zulässt, ist das eine tolle Sache. Das muss eigentlich so schnell wie möglich kommen. Es geht um Effizienz, es geht darum, dass man Ressourcen sparen kann. Und trotzdem ist es ja nicht so einfach jetzt mit dieser Einführung. Oder? Das hat man jetzt auch gemerkt. Ich habe recherchiert, immerhin 3.000 bis 4.000 Patientendossier scheint es. Es ist ja das, also es kommt langsam, aber was ist eine Challenge? Warum braucht es so lange für so etwas, das ja theoretisch, wenn wir jetzt zusammen reden, eigentlich nur gut hat, einzuführen? Ja, die Herausforderung ist eigentlich nicht der digitale Teil, der technisch. Das kann man, es ist technisch sehr komplex, aber das kann man bauen. Es ist der ganze Aufbau von der Strukturen. Also das ist ja nicht eine zentrale Umsetzung, es ist nicht irgendwie etwas vom Bund, sondern es sind regionale Projekte. Die müssen sich als Organisationen bilden, die müssen zertifiziert werden, die müssen eine Infrastruktur haben. Und jetzt nehmen sie den Betrieb auf und nachher müssen sie noch miteinander vernetzt werden. Also es ist eigentlich mehr der Aufwand von der Organisation und vom Bereitstellen, als der technische Teil, der aber auch aufwendig ist. Und die Organisationen, die ihr nennt, das sind die sogenannten Stammgesellschaften, ist das korrekt? Stammgemeinschaften heissen sie, ja. Und da gibt es jetzt 3, 4 zertifiziert, nehmen langsam den Betrieb auf. Am Schluss werden es etwa 6, 7, 8 sein, die in der Schweiz unterwegs sind. Und jetzt, wenn wir so anschauen, die Digitalisierung im Health-Bereich oder eben im Gesundheitswesen, die hat doch auch einen Schub jetzt bekommen, hat man das Gefühl, durch die Krise, die wir erleben im Moment, oder? Zertifikat ist digital und so weiter und so fort. Merkt ihr das auch, dass die Affinität vielleicht von der Bevölkerung für digitale Gesundheitslösungen steigt? Also ist interessant, es gibt ja jährliche Befragungen von der Bevölkerung. Und jetzt gerade die Akzeptanz des Patientendossiers war lange gut gewesen. Ist mal ein bisschen abgesunken, weil es nicht gekommen ist, wie man es versprochen hat. Und jetzt im letzten Jahr ist wirklich die Befürwortung wieder aufgegangen auf über 70% der Leute, die sich das vorstellen können. Wahrscheinlich, weil man auch gemerkt hat, man kann relativ schnell irgendwo im Spital landen, beim Arzt landen. Und es wäre nicht schlecht, wenn die Unterlagen hätten. Und so ein wenn es Skepsis gibt, nehme ich an, oder wie erlebt ihr das, ist das schon wegen Datensicherheit? Oder die Leute, die Ängste, die man hat, sind dann doch die, dass irgendwie jemand herausfindet, was man nicht will, dass man herausfindet, sagen wir es mal so. Das ist eine interessante Frage. Wir sind jetzt in den Digitaltagen, ist mein ganzes Team ein bisschen unterwegs und ich frage auch, was können wir für Fragen? Und diese Frage kommt gar nicht so häufig. Weil sie, ob es mit dem Absender zu tun hat, oder? Es ist eigentlich ein staatlich drehtes Projekt von Bund und Kanton. Es sind zertifizierte Organisationen, also sehr hohe Anforderungen. Die Leute wollen wissen, was sie gefragt haben. Was ist es, wie funktioniert es, wie komme ich dazu? Also mehr die praktischen Fragen kommen. Also, sie haben, also die Skepsis, die 30%, sage ich mal, die sagen, sie können sich nicht vorstellen, da wüsst ihr nicht, warum sie sich die nicht vorstellen können. Das ist eine grundsätzliche Technik-Skepsis. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist das Gleiche wie beim Impfen. Es gibt einen Teil, der will und einen Teil, der nicht will. Aber ich denke, man kann es gut begründen, man kann es gut erklären. Und letztlich ist es ja keine Pflicht, so etwas zu haben. Es ist ein individueller Entscheid, es ist freiwillig. Das ist auch wichtig, weil man tut ja immerhin Gesundheitsdaten an einem Ort bündelt. Da muss man das Vertrauen haben, dass das gut gemacht wird. Und das soll jeder für sich entscheiden, ob er das so will. Und eben, ihr seid ja eHealth Swiss. Also ihr seid, vielleicht auch noch wichtig, das zu sagen, ihr seid eigentlich nicht der Bund, sondern ihr seid eine eigene Organisation.
Wir sind vom Bund und Kanton getrennt. Das Gesundheitswesen ist ja sehr föderal. Die Gesundheitsorganisation ist eigentlich in Zuständigkeit von den Kantonen. Jetzt wollen wir aber in diesem Bereich nicht 26 Lösungen, sondern eine. Und darum hat der Bund ein nationales Gesetz gemacht. Und die Kantone müssen sich jetzt darum kümmern, dass bei ihnen in der Region etwas entsteht. Und jetzt, wenn wir so die zukünftigen Schritte anschauen, was denkt ihr, also bis wann kann man damit rechnen, dass das EPD wirklich breit eingeführt ist? Wann kann ich im Spital sagen, also hoffentlich muss ich nicht allzu oft ins Spital, aber wann kann ich das nächste Mal im Spital sagen, dass ich etwas frage, ja, schaue mein EPD an? Also wie gesagt, drei Regionen sind Betrieb, Westschweiz, fünf Kantone, Kanton Aargau, kommt auch Südost, also fünf Kantone in Graubünden, Glarus, Appenzell, St. Gallen, die kommen heute mit dem Digitaltag. Nächstens kommt eine grosse Stammmannschaft aus schweizweit mit Apotheken. Kommt. Das heisst, es wird wahrscheinlich relativ bald irgendwo bei mir in der Gegend etwas haben. Bis dann aber wirklich Eröffnungsstellen auch flächendeckend und einfach erreichbar verfügbar sind, wird sicher im Verlauf des nächsten Jahres. Das werden wir noch brauchen für wirklich eine gute Ausbreitung und Etablierung und auch eine definitive Vernetzung von all diesen Projekten, dass es technisch schon gut funktioniert. Und wie funktioniert das dann für mich als Endnutzer oder Endnutzerin? Wie tue ich mir das dann anlegen? Und wie komme ich vielleicht an die Daten, die ja bisher analog waren in diesen Maps, die wir vorhin besprochen haben? Also ich muss es eröffnen. Das ist ein bisschen komplizierter als Facebook oder Twitter aufzutun. Es hat ja einen höheren Sicherheitsgrad. Also ich habe mein aufgetan. Ich bin extra auf Aarau gereist, um das zu machen. Von mir wird es wahrscheinlich erwartet, dass ich das mache. Ich habe es auch gerne gemacht, um wirklich auszuprobieren. Also man tut mal sich auswählen, wo man sich anschliessen will. Dann macht man so einen digitalen Eröffnungsprozess durch. Und dann kommt der Schritt, wo man Unterlagen bekommt. Und mit der muss man an einen Ort her und muss belegen, dass man die Person ist. Also man muss sich persönlich identifizieren. Dann bekommt man ein sogenanntes Identifikationsmittel, also meinen Schlüssel für in mein Dossier rein. Und wenn die beiden Sachen verhängt sind, dann kann ich nach Hause gehen, ich kann mein Dossier öffnen, den Schlüssel brauchen und dann ist es offen. Und dann ist es erstmal leer. Also was ich dann gemacht habe, ich habe mal in meinen alten Unterlagen gesucht, habe mal gefunden, was sind Sachen, die vielleicht interessieren können. Also jetzt bei mir zum Beispiel vor einer Knieverletzung ein Befund drin. Also wenn ich wieder etwas am Knie habe, dann kann ich im Spital sagen, übrigens, schaut, es gibt da schon etwas, das hilft Ihnen. Und wir merken eigentlich, dass es so geschätzt wird. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer meine Unterlagen mitgenommen und habe sie den Leuten gebracht. Und die haben gesagt, oh, das ist schön, dass sie das bekommen. Das sehen wir häufig gar nicht. Oder so Austrittsberichte, Operationsberichte, das sieht eine Physiotherapeutin häufig nicht. Und wenn sie eben Zugriff haben darauf, dann sind alles gut ausgebildete Leute, die viel verstehen. Und die können die Informationen gut verarbeiten und mit denen etwas anfangen. Jetzt ganz, in dem Fall wirklich so Anleitungen so für mich, oder, wo auch schon an verschiedenen Orten beim Doktor war oder auch schon im Spital war, mit gebrochenem Finger und so. Dann müsste ich jetzt bei all diesen Spitälern, wenn es mir jetzt wichtig wäre, die Daten, die ihr zum Beispiel jetzt erwähnt mit dem Knie, bei mir wäre es jetzt ein gebrochener Daumen als Beispiel, müsste ich dort anrufen und sagen, könnt ihr mir das schicken oder wie funktioniert das? Also bei denen, die sich jetzt anschliessen müssen, das sind jetzt mal die Spitäler, jetzt nächstes Jahr kommen wir mal daheim und auch die anderen, die sich freiwillig anschliessen, gehen wir davon aus, sobald die wissen, dass sie ein Dossier haben und ich gehe bei ihnen fort, dann kann ich davon ausgehen, dass die wichtigsten Unterlagen, die sie annehmen, dass die für die weitere Behandlung relevant sind, also eben Austrittsbericht, Operationsbericht im Spital, Übersicht von den Medikamenten, die ich bekommen habe, dass die im Patientendossier abgelegt sind. Also ich muss eigentlich nicht aktiv es nachher einverlangen. Das ist das, was neu passiert. Und die ihr jetzt selber habt hinzugefügt, die habt ihr selber aber auch organisiert? Die habe ich selber zu Hause. Es kann sein, wenn zum Beispiel mein Hausarzt noch nicht dabei ist, dann erst Schritt 1 überzeugen, dass er mitmacht. Schritt 2 ist sagen, gebt mir doch die Unterlagen mit. Und ich kann sie zu Hause einscannen halt und selber ins Dossier ablegen. Und jetzt eben das EPD, das wird breit gedreht. Da haben ganz viele Leute auch das Gefühl, das wird uns helfen, die Kosten zu senken im Gesundheitswesen. Wie spürt ihr das, wenn ihr sag ich mal, mit Verwaltungen in dem Sinne im Gespräch seid? Wird das festgedreht? Also werdet ihr auch gut unterstützt in diesem Prozess, dass ihr eben auch Hausärztinnen und Hausärzte bekehren könnt? Das Gute ist, dass wir es nicht allein machen müssen, sondern die Stammgemeinschaften, die dort vor Ort sind,
das ist auch ein Teil von der Idee, dass man es dezentral macht. Die sind vor Ort, die kennen ihre Leute, die kennen ihre Verbände, die kennen ihre Töchter. Das ist in einer ländlichen Region, in Ostschweiz, völlig anders als in Stadtkanton Zürich. Und das ist die Arbeit, die sie machen. Auf dem Terrain wirklich zu schauen, wie holen wir wen, wie an Bord. Weil, wie gesagt, am Anfang ist es für den ganz ambulanten Bereich, also für Ärzte, Apotheken, Spitex-Dienst, ist es noch freiwillig. Das Parlament hat schon gesagt, das müssen wir kehren, das Obligatorium muss kommen, aber ist jetzt noch freiwillig. Und das muss dort passieren. Das sind die, die miteinander arbeiten in den Regionen, die sagen, wie wollen wir jetzt das Instrument bei uns brauchen. Das ist eigentlich auch der nachhaltigste Weg, oder? Wenn man das so von unten rauf tragen. Das ist so. Der Frankreich hat vor bald 10 Jahren ein wunderschönes Patientendossier zentral in Paris gestaltet. Und in Südfrankreich und in Bordeaux hat niemand das kennt und niemand braucht. Eben, es ist eine Kultur, es hat einen grossen Kulturanteil. Wie geht man miteinander um? Welche Informationen tun wir drinnen ablegen? Was wird erwartet eigentlich in der Region, dass man dort findet? Das ist eine Arbeit, die muss gemacht werden. Es ist einfach ein leeres Gefäß. Und jetzt muss man es füllen mit Inhalten. Und es ist ein Projekt der Zusammenarbeit, also zwischen Gesundheitsfachpersonen unter Einbezug der Patienten und Patienten in ihre neue Rolle. Und ihr seid so mit drin, oder? Zwischen der Verwaltung und eben dem Parlament, das das toll findet und drückt. Und eben, dass ihr auch schauen könnt, dass ihr alle mitnehmt. Ich glaube, das ist so, wenn ich euch richtig verstehe, auch eure Hauptrolle. Eigentlich eine Art Moderation zwischen denen, die so schnell wie möglich wollen und denen, die sich Zeit nehmen wollen. Und am Schluss gibt es dafür genau das Richtige. Ja, wir haben zwei Rollen. Also das eine ist mal die ganze technische und inhaltliche Standardisierung. Dass man das wirklich einheitlich hat. Dass man nicht irgendeine Schweizer Insellösung baut, sondern dass man auch internationale Standards brauchen, dass wir auch schnell mit Europa vernetzen können, wenn das möglich wäre. Und die andere Rolle ist die Koordinationsrolle. Also Austausch von Erfahrungen. Dort, wo wir sind ja am Schluss 8 Projekte in einem grossen Projekt draussen. Also für einen Arzt, für einen Patient, Patientin ist das einfach ein Angebot. Das heisst, es muss hinten dran gut funktionieren. Und die Koordinationsarbeit plus Weiterentwicklung, neue Funktionalitäten, das tun wir fachlich vorbereiten. Das ist ja auch etwas, oder? Das muss ja dauernd auf dem neuesten Stand gehalten werden, oder? Ja, wir fragen immer, jetzt kommt es, jetzt hast du keinen Job mehr. Überhaupt nicht, oder? Wir sagen, jetzt fangen wir eigentlich erst an, oder? Also jetzt haben wir eigentlich wie die Gotthardröhre. Ja, jetzt ist mal der Durchstich ist gemacht. Ja. Jetzt muss man noch die Schiene schön legen und Zügel draufstellen und nachher auch modernere Züge draufstellen. Also, dass dann Sachen drauflaufen, die eigentlich alle sagen, das ist das, was wir wollen. Oder? Impfausweis ist etwas, was kommt. Eine Liste von den aktuellen Medikamenten, die immer möglichst aktuell gehalten werden, ist etwas, was kommt. Und in diese Richtung wird man es dann weiterentwickeln. Am Schluss die Frage, ja, wenn ist der Gotthard so ausgebaut, dass ihr zufrieden seid, wenn fahren wir dort mit dem Schnellzug durch? Das ist die schwierigste Frage, die wir jetzt stellen können. Also ich glaube, für uns ist jetzt mal wichtig, dass man das nächste Jahr braucht, für das gut zu etablieren. Man darf auch nicht verschwiegen, dass die nachhaltige Finanzierung noch nicht gesichert ist. Also das Gesetz muss noch mal ins Parlament in den nächsten Jahren, für dort ein bisschen justieren, damit man genug Mittel und verbindliche Mittel hat, um weiterzuentwickeln. Ich muss sagen, 3, 4, 5 Jahre haben wir einen guten Stand. Und dafür einen nachhaltigen. Gut, dass ihr euch weiterentwickeln und zufrieden seid. Ja. Adrian Schmid, Leiter eHealth Swiss. Merci vielmals, seid ihr da. Danke. Und gutes Gelingen. Merci. Weiter geht es bei uns mit ganz vielen verschiedenen Programmpunkten. Ihr kennt bern.ch, Digitaltag, 3 verschiedene Studios, über 60 Veranstaltungen, 100 Rednerinnen und Redner. Euch wird sicher nicht langweilig.